Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny. Es ist ein neues Event gestartet mit Patch 1.2.0 und es erinnert sehr an das Event von Zorn der Königin. Dieses Event nennt sich aber die große Wolfsjagd und findet jetzt statt bis zum Weekly Reset nächste Woche, beziehungsweise wahrscheinlich noch ein klein wenig darüber hinaus, bis das DLC Haus der Wölfe erscheinen wird. Und ich möchte euch natürlich erklären, wie der ganze Ablauf von den Beutezügen ist, was ihr da so bekommen könnt und noch ein paar nähere Infos dazu. Stattfinden wird das Ganze auf den Planeten Erde, Venus und auf dem Mond. Die letzten beiden Beutezüge auf dem Mond, die sind noch nicht freigeschaltet. Aktuell kommen wir bis zu Tag 4. Das liegt aber daran, dass Patch 1.2.0 ursprünglich am Dienstag, also am 12. Mai 2015 kommen sollte. Freigeschaltet wurde dieser Patch ja aber erst am 15. Mai, also diesen Freitagsabend. Da musste man ein paar hundert MB runterladen und dann konnte man direkt auch loslegen. Wie auch beim Zorn der Königin Event damals ist Petra Venge mit ein paar neuen Beutezügen zu uns in den Turm gekommen. Die sahen damals aber ein bisschen anders aus. Da musste man zum Beispiel einen gefallenen Läufer erledigen, um einen Beutezug abzuschließen, hat dann im Gegenzug legendäre Ausrüstungsteile oder auch Waffen bekommen und die haben uns dann auf Lichtlevel 29 gebracht. Der maximale Lichtwert dieser Rüstungsteile lag bei plus 27. Die neuen Beutezüge sehen aber gänzlich anders aus und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da haben wir zum einen Dravis die Wolfbaronin. Verfolge Dravis die Wolfbaronin in der Nähe des vergessenen Ufers im Kosmodrom. Wir haben hier also quasi einen weiblichen Captain, den wir hier erledigen müssen. Der zweite Beutezug für Tag 2 ist Kallax 12. Verfolge Kallax 12 in der Himmelswacht im Kosmodrom. Also hier einen Servitor, wie auch am Bild zu erkennen, den wir hier verfolgen müssen. Und auch dieser Beutezug spielt sich im Kosmodrom ab. Der dritte Beutezug ist Pekis, der Abgeleugnete. Jage Pekis, den Abgeleugneten in der Zitadelle auf der Venus. Nun führen uns die Beutezüge also auf die Venus und da müssen wir eben diesen Geächteten jagen. Und der hat es auch ziemlich drauf, muss man ein bisschen aufpassen. Bis zum Start des Patches waren genau diese drei Beutezüge aktiv. Später am Abend wurde dann auch noch der vierte Beutezug freigeschaltet. Und zwar Beltric der Verschleierte. Jage Beltric den Verschleierten in den Gluthüllen auf der Venus. Auch hier zu sehen einen gefallenen Captain, den wir hier jagen müssen. Und da, ganz wichtig, da muss man aufpassen, der macht sich nämlich gerne wieder unsichtbar. In den kommenden Tagen werden dann auch die restlichen beiden Beutezüge freigeschaltet. Und zwar für Tag 5 verfolge Zavix den Königinbrecher im Anker des Lichts auf dem Mond. Wir sehen also, wir werden endlich auf einen anderen Planeten geführt und hier müssen wir wieder einen gefallenen Captain suchen. Und am 6. Tag müssen wir Vexis den Schwächling in der Nähe der Schützenlinie auf dem Mond jagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das Ganze denn lohnt. Wir kriegen hier nämlich 250 Rufpunkte pro Beutezug, den wir hier erledigen und 4500 Erfahrungspunkte. Aber Petra Venge hat aktuell nur zwei Embleme und zwei violette Shader dabei. Nicht jeder steht auf die Farbe. Das ist, naja, viele sagen eher was für Frauen. Aber es gibt dann natürlich noch ganz viele andere Belohnungen. Und zwar in den Ätherkisten. Wir bekommen nämlich jedes Mal, wenn wir so einen Beutezug abschließen, einen Ätherschlüssel. Der hält anderthalb Minuten lang, dazu werde ich dann gleich nochmal kommen und der hat folgende Belohnungen. Zum Beispiel hat er drin Material, das man hier aktuell auf dem Planeten findet, das heißt auf der Venus Geistblüten, auf dem Mond dann natürlich Heliumfilamente und auf der Erde dann Drehmetall. Glimmer kann auch drin sein, genauso wie Munitionssynthesen, also schwere oder Spezial. Und wenn man richtig Glück hat, dann ist da noch ein legendäres und seltenes Engramm dabei. Eins von beiden in der Regel, die kann man aber aktuell beim Kryptarchen nicht entschlüsseln lassen. Das bedeutet, ihr müsst warten bis Dienstag, bis das Haus der Wölfe DLC offiziell draußen ist und dann kann der Kryptarch die auch für euch entschlüsseln. Die werden nämlich sehr wahrscheinlich wohl Items haben, die aus dem DLC sind. Das heißt, ganz neue Sachen, die wir bis jetzt noch nicht besitzen. Und auch die blauen solltet ihr natürlich aufheben, denn mit etwas Glück können da auch legendäre Sachen rauskommen. Was aber auch drin sein kann, das ist ein Schatzschlüssel. Ein Verbrauchsgegenstand wird benutzt, um Zugang zu den Kristallhügeln der Königin unter dem Gefängnis der Alten zu erhalten. Kommen wir doch mal zum Ablauf der Beutezüge. Natürlich ist erstmal die Frage, wo findet das Ganze statt? Ich glaube, beim ersten Beutezug wurde wohl ein Übersetzungsfehler reingehauen. Da steht nämlich vergessene Ufer
Und das stimmt ja nicht so ganz. So ein Gebiet gibt es gar nicht im Kosmodrom. Also zumindest heißt es im Deutschen nicht so. Ihr startet ja beim Patrouillieren in den Steppen, dann geht ihr nach links zu dem Flugzeugwracks. Dieses Gebiet nennt sich Falterhof. Und dann anstatt zur Satellitenanlage nach oben zu gehen, müsst ihr nach rechts gehen. Das heißt, statt zur Himmelswacht geht ihr nach rechts zu den vergessenen Küsten. Und das ist das Gebiet, das beim ersten Beutezug benötigt wird. Da wird das Ganze stattfinden und dann müsst ihr einfach nur warten. Natürlich ist jetzt die Frage, wie lange müsst ihr warten? Ich habe festgestellt, dass die Beutezüge immer dann aktiviert werden, wenn auch eigentlich Events stattfinden sollten. Viele wissen ja nicht, wann die stattfinden und da rate ich euch einfach auf die Website www.destinypublicevents.com zu gehen. Da steht ja immer so ein Timer und da wird euch sagen, wann in den verschiedenen Gebieten diese Events stattfinden werden und das ist natürlich nicht mehr ganz so präzise wie früher. Früher waren die Timer einfach besser, man konnte besser abschätzen, wann kommt das Ganze. Jetzt kommen sie manchmal ein bisschen zu spät, manchmal ein paar Minuten zu früh, aber so ein grober Plan, so ein grober Zeitplan ist auf jeden Fall gegeben und wird euch das Ganze einfacher machen. So könnt ihr Zeit sparen, was das Absolvieren dieser Beutezüge angeht. Wenn der Beutezug quasi aktiviert wird, wenn das ganze Event stattfindet, dann steht unten links, da wo das kleine HUD ist, euer Head-Up-Display mit der Munitionsanzeige und der Anzeige von eurem Super, ein Wolfsrudel ist auf Beutezug und dann wird ein Gefallenen-Skiff kommen. Das heißt, es wird ein Einsatztrupp abgeladen von Gefallenen. Da sind unter anderem zwei Captains dabei, Majors, und die haben die Versengungswaffe dabei. Die werde ich euch auch nochmal gleich erklären. Zwei Stück davon werden gedroppt, das heißt zwei Spieler können Versengungswaffen nehmen, die haben jeweils 10 Schuss. Das Besondere hier ist aber, dass wir quasi eine Granate platzieren können, die Schaden verursacht und wenn wir den R2-Trigger gedrückt halten bzw. RT bei der Xbox One oder bei der Xbox 360, dann können wir die ein bisschen aufladen, die Granate, und dann, wenn wir loslassen, wird sie nochmal detonieren. Wir können also den Gegner sticken oder das Ding auf den Boden setzen und dann warten, bis ein nächster Trupp abgesetzt wird und sobald die landen, können wir das Ding in die Luft jagen. Das ist also richtig cool. Insgesamt kommen 4 Wellen. Nach der ersten Welle steht dort, dass die Wölfe wütend geworden sind, beziehungsweise rasend, und dann kommen nochmal 3 Trupps. Beim letzten Trupp, da sind ganz viele Unsichtbare dabei und dann auch meistens der Boss, den ihr jetzt hier dann erledigen müsst. Gut, als Boss ist er nicht gekennzeichnet, ist eigentlich einfach nur ein normaler Major mit einem Namen. Und sobald ihr den erledigt habt, wird ein 1,5 Minuten Timer aktiviert. Der nennt sich Ätherschlüssel. Ganz wichtig, der muss aktiv sein, damit ihr die Äthertruhe finden könnt, wo die ganzen Sachen drin sind, die ich euch gerade eben genannt habe. Also die Engramme, die man aktuell noch nicht benutzen kann und dann halt eben auch zum Beispiel der Schatzschlüssel für die Kristallhügel. Wichtig, die Truhe, die wird sich nur in dem Gebiet befinden, wo auch der Beutezug stattfindet. Das heißt, ihr müsst da nicht zum Beispiel von der vergessenen Küste wieder zurück zum Falterhof und dort weitersuchen, sondern es gibt verschiedene Stellen in dem Gebiet. Es ist nicht immer dieselbe Stelle. Ich hatte jetzt hier zufälligerweise zweimal hintereinander dieselbe Stelle. Und dann müsst ihr halt einfach nach Truhen Ausschau halten. Die sieht man aber aus der Distanz sehr gut. Ihr solltet euch also eine etwas höhere Position suchen und diese Truhen, die werden leuchten. Da wird ein kleiner Strahl sein. Man sieht die natürlich nicht von jeder Position aus. Es gibt Objekte, die die verdecken. Aber sobald ihr hinrennt und ihr seid mit mehreren Leuten unterwegs, dann wäre es wirklich nett, wenn ihr euch hinstellt und dann Gesten macht. Das heißt winken, zeigen, tanzen, so dass die Leute merken, ey, der hat vielleicht ja was gefunden und dann kommen die Leute hin. Weil ganz oft sehen die Leute das nicht und suchen, auch wenn man winkt und zeigt, aber wenigstens versucht ihr den Leuten zu helfen, dann noch vor Ende des Timers diese Truhe zu öffnen, denn sobald der Timer abgelaufen ist, wird die Truhe auch verschwinden. Das soll es aber auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich. Viele haben natürlich selbst auch schon herausgefunden, wie das Ganze läuft, aber ich habe sehr viele Spieler gesehen, die die Kiste einfach vergessen haben. Die wussten nicht, was sie mit dem Ätherschlüssel anfangen sollten. Die haben nur diesen Timer gesehen und haben sich gedacht, okay, gut, gehe ich jetzt halt irgendwo anders hin. Und obwohl man hier die ganze Zeit Gesten gemacht hat und so weiter, sind die dann einfach nicht gekommen. Also, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das Video hilfreich fandet. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Am besten auch noch einen Kommentar. Sprecht ein bisschen darüber unten in den Kommentaren. Und wenn ihr nächstes Mal zu Destiny verpassen wollt, dann abonniert uns am besten. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.